Also nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Martina Himmer. Ich bin Redakteurin am DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Und ich übernehme heute die Moderation dieser Veranstaltung. Wir sind unglaublich begeistert über Ihre Anmeldungen. Wir haben also wirklich im Minutentakt ging die Zahl nach oben. Wir haben jetzt insgesamt 350 oder vielleicht schon 360 Anmeldungen erhalten. Und das zeigt, wie wichtig dieses Thema psychische Belastungen von SchülerInnen ist und auch der professionelle und inklusive Umgang damit. Und wir freuen uns unglaublich, dass wir heute mit den Panel-Teilnehmenden in den Austausch treten können und im Anschluss dann auch mit Ihnen. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation der Deutschen UNESCO-Kommission und der Robert-Bosch-Stiftung. Die Deutsche UNESCO-Kommission und die Robert-Bosch-Stiftung unterhalten seit 2022 eine strategische Partnerschaft zur Förderung der inklusiven Bildung. Es geht darum, die inklusive Bildung in Deutschland voranzubringen. Damit arbeiten Deutsche UNESCO-Kommission und Robert-Bosch-Stiftung auch an der Umsetzung des Bildungsziels der Vereinten Nationen. Inklusive, chancengerechte und qualitative, hochwertige Bildung für alle Menschen. Dabei verstehen wir Inklusion im Sinne des weiten Inklusionsbegriffs der UNESCO als bestmögliche Förderung jeder und jedes Lernenden. Dazu gehören natürlich auch SchülerInnen, die unter psychischen Belastungen leiden, womit wir uns heute beschäftigen möchten. Noch ein paar kurze Hinweise, bevor wir starten. Wir möchten im ersten Teil mit unseren Panelistinnen sprechen und im zweiten Teil möchten wir dann in den Austausch gehen. Schreiben Sie daher gerne Ihre Fragen und Anmerkungen in den Zoom-Chat, damit wir diesen dann aufgreifen können und an die Expertinnen weitergeben. Den Chat finden Sie unten in der Leiste unter dem Punkt Chat. Dort können Sie dann Ihre Fragen an unsere Expertinnen eintragen. Unsere Veranstaltung ist barrierefrei und wird live untertitelt. Den Link für die Schriftdolmetschung finden Sie auf der Veranstaltungsseite. Sie können in diesem Fenster die Schriftgröße und auch die Farbe individuell einstellen. Das Video samt der Untertitel wird dann in den kommenden Wochen auf der Homepage der Deutschen UNESCO-Kommission zu sehen sein und auch auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Schulportals. Wenn Sie sich für die Veranstaltung angemeldet haben, dann finden Sie in Ihrem Profil unter Meine Veranstaltungen alle Ihre besuchten Veranstaltungen inklusive aller Materialien, Videos und Teilnahmebescheinigungen. Und jetzt legen wir endlich los. Wir sprechen heute über ein drängendes Thema, denn seit der Corona-Pandemie haben sich die psychischen Belastungen von SchülerInnen noch einmal dramatisch verschärft. Das zeigt auch die repräsentative Befragung des Deutschen Schulbarometers im April 2022 unter Lehrkräften. Diese beobachten einen deutlichen Anstieg von Konzentrations- und Motivationsproblemen sowie aggressivem Verhalten, körperlicher Unruhe, Niedergeschlagenheit bis hin zum Schulabsentismus. Eine weitere Befragung des Deutschen Schulbarometers, dieses Mal aber unter Schulleitungen im November letzten Jahres, ergab, dass die Bedarfe an Schulsozialarbeit und Schulpsychologie an deutschen Schulen bei weitem nicht gedeckt werden können. Die Hälfte der Schulleitungen, die angegeben haben, dass an ihrer Schule SchulsozialarbeiterInnen bzw. SchulpsychologInnen sind, sagen, dass sie deutlich mehr Bedarf an Unterstützungssystemen an der Schule haben. Nach Daten der aktuellen COPSI-Studie beispielsweise sind rund 20% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland stark psychisch belastet. Und sie benötigen natürlich Unterstützung. Und wenn sie diese benötigen, dann wird ein multiprofessionelles und interdisziplinäres Unterstützungssystem aktiv. Kooperierende Teams an Schulen, Jugendämtern, schulpsychologische Beratungszentren und auch natürlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie müssen dann ganz eng zusammenarbeiten. Und deshalb freuen wir uns, dass wir für unsere Veranstaltung heute ganz verschiedene ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen gewinnen konnten, die uns berichten werden, wie sie die aktuelle Situation einschätzen, was für Herausforderungen es gibt und wie Strategien und Lösungsansätze aussehen können.
Und jetzt stelle ich Ihnen mal unsere ExpertInnen vor. Ich begrüße Frau Irina Rebbe in unserem Kreis. Irina Rebbe ist Schulsozialarbeiterin am Placida Viel Berufskolleg in Menden in Nordrhein-Westfalen. Und mehr als das, sie ist auch Preisträgerin. Zusammen mit ihren Kolleginnen erhielt sie 2022 den Deutschen Schulpreis. Das Placida ist jetzt eine der 5 besten Schulen Deutschlands. Unsere Schule ist anders als andere, vor allem die Atmosphäre. Das sagen die SchülerInnen über ihre eigene Schule. Und Frau Rebbe wird uns heute hautnah über ihre Arbeit dort berichten können, darüber, wie bei Ihnen Kindern mit psychischen Belastungen geholfen wird, welche Herausforderungen es gibt und welche Lösungsansätze entwickelt wurden. Hallo Frau Rebbe, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Nummer 2 in der Runde, das ist Rainer Schwarz aus Berlin. Er ist Leiter des Jugendamts Tempelhof Schöneberg und damit an einer ganz wichtigen Schnittstelle und Mittlerposition zwischen Schule, Familie, Politik, Psychologie, Medizin aktiv. Er kann uns einen Einblick geben, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, um Kindern und Jugendlichen mit psychischen Belastungen effektiv helfen zu können. Herzlich willkommen, Herr Schwarz. Vielen Dank und einen freundlichen guten Nachmittag an alle Beteiligten. Ja, das wünschen wir Ihnen auch. Nummer 3 in der Runde. Wir brauchen jetzt einen Mediziner, der uns auch mal die Situation aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie erläutert. Daher begrüße ich Herrn Dr. Joachim Walter in der Runde. Er ist seit 2006 Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie am katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg und behandelt mit seinem Team alle Kinder- und Jugendpsychiatrischen Störungsbilder von Ängsten über Depressionen bis hin zu Essstörungen. Hallo, Herr Dr. Walter. Hallo. Und last but not least, Klaus Seyfried, herzlich willkommen. Herr Seyfried ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Er hat lange Zeit als Lehrer gearbeitet und war 26 Jahre als Schulpsychologe in Berlin tätig. Dort hat er auch das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungszentrum in Tempelhof Schöneberg geleitet. Er ist Mitherausgeber des Handbuchs Schulpsychologie, arbeitet jetzt freiberuflich, unter anderem als Dozent und Coach für Lehrkräfte und ist so ganz nah dran an den Sorgen, die in den Schulen momentan herrschen. Hallo, Herr Seyfried. Hallo. Gar nicht so einfach, hier alle zu erkennen. Und damit sind wir schon in der ersten Runde. Herr Seyfried ist es nämlich auch, der uns jetzt freundlicherweise einen kurzen Überblick gibt darüber, wie sich die Situation momentan darstellt, wenn es um psychisch belastete SchülerInnen geht. Und er hat dafür auch eine kleine Folie vorbereitet. Und damit gebe ich das Wort direkt weiter an Herrn Seyfried. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank auch für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Und ein ganz großes Dankeschön an die Bosch-Stiftung und die deutsche UNESCO, die nicht erst seit 2022, sondern seit vielen Jahren sich schon sehr engagiert um das Thema Inklusion in der Schule kümmern. Ich denke, wir brauchen solche Impulse wie diese Veranstaltung hier, um Schule voranzubringen. Ja, vorgestellt wurde ich schon. Deshalb steige ich gleich ein mit der Frage, wie hoch ist der Anteil psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher? Und da gibt es die größte Studie, die jemals in Deutschland gemacht wurde, die KICS-Studie, die sagt, circa 20% der Kinder und Jugendlichen haben psychische Auffälligkeiten. Das sind keine klinischen Diagnosen, sondern das sind Befragungen der Eltern zu bestimmten Items. Die KICS-Studie ist eine Längs- und eine Querschnittsstudie und läuft mittlerweile seit fast 20 Jahren und ist insofern sehr, sehr aussagekräftig. Wenn wir zurückschauen auf die Anfänge, dann wurde uns gesagt, dass 82% der Kinder und Jugendlichen unauffällig sind. Das bedeutet aber auch, dass 18% auffällig sind. Welche Probleme bringen sie mit? Emotionale Probleme,
Verhaltensauffälligkeiten von ungefähr 30%, Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen ungefähr 21%, emotionale Probleme mit 18% und Hyperaktivitätsprobleme mit 18%. Das ist die Symptomatik, mit der Schule konfrontiert ist, jeden Tag im Unterricht und in der Freizeit. Neuere Untersuchungswellen zeigen, dass es einen leichten Rückgang gibt. Sie sehen hier die Mädchen, Sie sehen hier die Jungs. Die Werte für die Jungs sind deutlich höher als bei den Mädchen und im Durchschnitt ist es ein leichter Rückgang von ungefähr 20 auf ungefähr 17%. Spannend ist, dass die höchste Quote bei den Kindern zwischen 9 und 11 Jahren besteht. Das ist in allen Wellen, in allen Untersuchungsebenen so gegeben. Auch bei den Jungs und auch bei den Mädchen ist das kritische Alter mit den höchsten Werten von Auffälligkeiten. Wie gesagt, das sind keine klinischen Diagnosen. Die COPSI-Studie wurde gerade schon erwähnt in der Einleitung. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, dass vor der Pandemie 20% und während der Pandemie der Anteil von psychisch Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf 30% gestiegen ist. Nun ist die Pandemie vorbei, aber die Krisen nicht. Wir haben eine Umweltkrise, wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben viele Fragestellungen, die Kinder und Jugendliche und auch die Gesellschaft insgesamt beschäftigen. Aber lassen Sie mich versuchen, eine Definition, was eine psychische Erkrankung ist. Und das ist eine lang andauernde Beeinträchtigung, das heißt über ungefähr 6 Monate. Wenn ein Kind eine Woche oder 2 Wochen nicht so gut drauf ist, ist das noch keine psychische Erkrankung, eine lang andauernde Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens, Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung oder der sozialen Beziehungen. Ganz wichtig ist, dass es zum Wesen dieser Erkrankung gehört, dass die Patienten, der Patient sie nicht oder nur zum Teil steuern kann. Aber genau das verlangen wir immer in der Schule, im Unterricht. Die WHO hat psychische Gesundheit und Wohlbefinden mit 3 Merkmalen charakterisiert und definiert. Das sind individuelle Merkmale, soziale Verhältnisse und Umweltfaktoren. Und alle 3 wirken zusammen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir systemisch denken, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Ich komme zu Risikofaktoren in der Familie, mit denen natürlich die Kinder in die Schule kommen und die Schule täglich konfrontiert ist. Das sind Trennungskonflikte. Ungefähr 140.000 Kinder und Jugendliche sind jedes Jahr davon betroffen und emotional belastet. Das ist die Kindeswohlgefährdung, die sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Und Herr Schwarz wird sicher dazu noch mehr sagen können. Das ist Gewalt in der Familie, Vernachlässigung und vieles, vieles andere. Das ist der Erwartungsdruck der Eltern, der zunimmt. Und hier kommt die kleine Marie zum Vater, zeigt ihm ganz stolz ein Bild. Und er sagt, sehr hübsch, Marie, aber mit sowas kommst du nicht aufs Gymnasium. Und ich habe ein Mädchen erlebt, was kurz vor dem Abitur alles hinschmiss. Und ich frage sie, was ist denn? Und sie sagt, ja, ich habe nur einen Schnitt von 1,8. Erwartungsdruck der Eltern. Da gibt es übermäßige Kontrolle, gut gemeint von den Eltern, aber nicht immer gut für die Kinder. Da gibt es Überfürsorge, Eltern, die sich um alles und jedes kümmern und ihr Kind in Watte packen wollen. Und da gibt es Eltern, die meinen, wenn ihr Kind alle materiellen Dinge hat, dann geht es ihm gut, aber vielleicht fehlen Beziehungen und emotionale Zuwendung. Und da gibt es Kinder, die alles dürfen. Und hier sagt der Kleine zum Großen, respektierst du mich, respektiere ich dich auch.
Und ganz entscheidend ist der Risikofaktor Armut. Sie sehen hier, dass mit hohem sozialökonomischem Status das Risiko, dass ein Kind oder Jugendlicher in der Familie psychisch erkrankt, bei 16% liegt. In armen Familien ist dieser Prozentsatz doppelt so hoch, bei 31%. Natürlich hat auch die Schule Risikofaktoren. Wenn in der Schule Lernschwierigkeiten wie Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche oder einfach Überforderung nicht pädagogisch aufgefangen werden können, können psychische Störungen entstehen. Wenn soziale Konflikte wie Mobbing pädagogisch nicht aufgefangen und geklärt werden, dann können psychische Störungen entstehen. Und wenn temporäre Krisen wie Familienkonflikte, Pubertätskonflikte oder auch Drogen nicht pädagogisch aufgefangen, sondern stark sanktioniert werden, dann können psychische Störungen durch Schule verschärft oder überhaupt erst entstehen. Aber die Schule ist auch ein wichtiger Resilienzfaktor, vor allem bei Risikogruppen, bei suchtkranken und psychisch kranken Eltern, bei Kindern aus armen und bildungsfernen Familien und bei Kindern und Jugendlichen mit Traumatisierungen. Hier ist die Schule oft ein Ort, in dem sie sich stabilisieren können. Die Schule kann Alltagsstruktur bieten, die oft fehlt. Sie kann Selbstständigkeit und Ablösung von der Familie fördern. Sie kann Lernerfolge vermitteln. Du schaffst das, ich unterstütze dich. Wertschätzung und Anerkennung und positive, stützende Beziehungen, die diese Kinder und Jugendlichen in ihren Familien oft nicht oder nur zum Teil erleben. Und jetzt lassen Sie mich fragen, welche Forderungen psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in der Schule erhalten. Und da muss ich sagen, wenn wir von 20% ungefähr ausgehen und ungefähr 7% davon behandlungsbedürftig sind, wovon nur die Hälfte ungefähr überhaupt behandelt wird, dann sieht das sehr traurig aus, wenn die Sonderpädagogik hier nur 1,7% der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten stützt. Das ist der Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung und ist der Förderbedarf Autismus. Und ich möchte betonen, dass die Gruppe der behandlungsbedürftig psychisch auffälligen Kinder und Jugendlichen genauso groß ist wie die Gesamtgruppe der Förderbedarfe, der sonderpädagogischen Förderbedarfe insgesamt, der in Deutschland bei 7% liegt. Deshalb meine These, psychische Erkrankungen werden in der sonderpädagogischen Förderung nicht ausreichend erfasst. Und ich komme zum Schluss und sage, hier besteht fachbereichsübergreifender komplexer Hilfebedarf. Wir haben ein Gesundheitsproblem, wir haben erhöhten Erziehungsbedarf und die Schulbildung ist gefährdet. Und alles überschneidet sich und hängt miteinander zusammen. Was brauchen diese Kinder und Jugendlichen? Sie brauchen abgestimmte und gleichzeitige Hilfen von verschiedenen Professionen und Hilfesystemen, Schule, Sonderpädagogik, Schulpsychologie, Jugendhilfe, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Ärzten und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich wiederhole, abgestimmte und gleichzeitige Hilfen. Und es ist eigentlich ganz simpel. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Jugendhilfe und die Schule sollen sich um diese Kinder und Jugendlichen mit fachbereichsübergreifendem Hilfebedarf kümmern. Aber wenn Sie schauen, wie viele Institutionen hier beteiligt sind, Kliniken, Gesundheitsämter, Niedergelassene, Jugendämter, freie Träger und in der Schule Schulpsychologie, Sonderpädagogik und. Und wenn Sie sehen, wie viele gesetzliche Grundlagen hier geregelt, die Arbeit regeln, dann wird verständlich, warum diese Kooperation so schwierig ist. Und da stelle ich die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Die Schule, die Sonderpädagogik, die Schulpsychologie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, das Jugendamt, die Familie? Und gibt es ein Fallmanagement? Und manchmal ist es so wie bei den Kleingärtnern, die Schule sagt, ja, das Jugendamt muss sich kümmern
Und das Jugendamt sagt, ja, die Schule oder die Familie muss das machen. Die Schule sagt, ja, der muss unbedingt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber was nach der Entlassung passiert, ist nicht geregelt. Deshalb meine abschließende These: Die inklusive Schule braucht ein deutlich verbessertes, integriertes und multiprofessionelles Beratungs- und Unterstützungssystem. Vielen Dank. So, Herr Seifried, ganz herzlichen Dank für Ihre kompakte Zusammenfassung der aktuellen Situation. Da kam ja jetzt schon unheimlich viel zur Sprache, dieser Dreiklang aus Schule, Jugendamt und auch der Medizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Jetzt möchte ich Sie noch mal ganz persönlich fragen, als langjähriger Schulpsychologe. Sie haben ja auch immer wieder erwähnt, auch im Vorgespräch, dass in Deutschland eine ganz deutliche Unterversorgung herrscht an SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterInnen. Da würde mich mal interessieren, wenn Deutschland da so schlecht dasteht, gucken wir mal ganz kurz über den Deckelrand, wie andere Länder das machen. Gibt es da Länder, bei denen das anders ist, besser ist? Können wir etwas von diesen Ländern lernen? Ja, wenn wir in andere Länder schauen, dann werden wir etwas traurig. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Berlin ist relativ gut ausgestattet, Hamburg auch, mit ungefähr 1:3000, 1:4000 Schülerinnen und Schülern pro Schulpsychologe. In Kopenhagen sind es 800. Da ist an jeder Schule eine Schulpsychologin, ein Schulpsychologe zu finden. Wenn wir in die Schweiz schauen, ist die Versorgung 1:5000 und die WHO empfiehlt 1:1000 bis 1:2000. Das heißt, jede größere Schule braucht neben der Sozialpädagogik, neben der Schulsozialarbeit, neben der Sonderpädagogik auch Schulpsychologie. Und um hier die Lehrkräfte zu entlasten und zu unterstützen. Und wir überfordern die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, auch die Schulleitungen damit, dass sie solche Probleme mit Familien und mit Kindern regelmäßig jeden Tag steuern sollen, ohne entsprechende fachliche Unterstützung zu haben oder nicht ausreichende Unterstützung. Vielen Dank, Herr Seifried. Jetzt haben wir den Ist-Zustand mal ein bisschen aus der schulpsychologischen Perspektive betrachtet. Jetzt wollen wir mal rübergehen in die Medizin zu Herrn Dr. Walter, der natürlich als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie hautnah dran ist an den Problemen der belasteten Jugendlichen und Kindern. Herr Walter, vielleicht können Sie uns ein bisschen die aktuelle Situation aus Ihrer Perspektive schildern. Auch vielleicht im Hinblick darauf, wie sich das in den letzten Jahren auch noch mal verschärft hat, was Sie erleben bei sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und vielleicht auch noch mal die beiden Begriffe psychische Belastung und psychische Erkrankung voneinander abgrenzen. Ja, vielleicht, ich gehöre eher zu den Optimisten, gehöre nicht zu denen, die sagen, es wird alles immer schlimmer. Ist mir ganz wichtig zu sagen. Bin jetzt, glaube ich, 35 Jahre oder 40 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben seither in Hamburg zum Beispiel 4-mal so viel Betten, glaube ich, mehr als 10-mal so viel Kinderpsychotherapeuten. Also hat sich schon eine Menge geändert. Ist mir wichtig zu sagen, weil das Katastrophieren den Kindern, glaube ich, nicht viel hilft. Das, was wichtig zum Beispiel ist aus den Zahlen, die wir haben, sprechen schon Belastung versus Symptome und Krankheiten an, ist erstmal wichtig zu wissen, bei Erwachsenen sind auch 30% auffällig im Sinne von gewissen Symptomen. Also es zieht sich eigentlich durch die Altersgruppen durch, das ist eines. Wir haben eine sehr deutliche Verschlechterung gehabt, weil wir einen, ich komme gleich drauf, zusätzlichen Risikofaktor mit Corona hatten. Das heißt, da sind die Wartezeiten explodiert.
Aber wir haben übrigens neueste Zahlen, sagen wir, sind wieder auf 21% runter von 30%. Ich glaube, und wir hatten spannenderweise eine Zeit, wo die Mädels bei uns viel kränker waren als die Jungs. Wir hatten 90-95% Mädchen. Ich fürchte, die Jungs werden es eher an Schulleistungen und soziale Integrationsverhalten zu Hause zeigen. Die kamen bei uns nicht an. Man könnte sagen, drogenkranken Kindern ging es besser, die soziale Kinder konnten nicht so gut einklauen gehen und so weiter. Also da gibt es spannende Verschiebungen, wo auch die Geschlechter eine Rolle spielen. Insgesamt ist es so, dass natürlich jeder Mensch mit Belastungen umzugehen hat, hoffentlich auch die Fähigkeiten gewinnt, Belastungen zu überwinden. Ich hoffe, jeder von Ihnen hatte schon mal Liebeskummer. Als Jugendlicher vermutlich hat jeder Verlusterlebnisse gehabt. Das sind erstmal Belastungen und also Belastungsfaktoren und Risikofaktoren werden eigentlich wirksam in der Summe. Einerseits, wir sagen eigentlich Eltern, um sie zu entlasten, oft braucht mindestens 5 Risikofaktoren, damit wirklich eine psychische Krankheit entsteht. Oft ist, wenn einer wieder wegfällt, dann geht es auch wieder besser zum Glück. Das heißt, Risikofaktoren, die sind oft in der Erziehung, in der Genetik, hat Herr Seyfried alles schön schon dargestellt. Das heißt, wenn ich Belastung habe, brauche ich Ressourcen, mit denen ich umgehen kann. Das ist, glaube ich, das große Ziel, wo ich als Kinderpsychiater immer sage, was Kinder lernen müssen, ist, Konflikte zu haben und Erfahrungen mit guter Bewältigung zu sammeln. Darum geht es. Also nicht Belastungen aus dem Weg zu gehen, sondern mit anderen vorwärts zu kommen. Da sind wir tatsächlich, denke ich, bin immer froh, dass ich in der Luxussituation Hamburg lebe. Früher habe ich auf dem Land gearbeitet, im Schwarzwald. Und ich habe auch schon in Mosambik gearbeitet, wo es das alles überhaupt nicht gab, Lateinamerika. Also da geht es uns relativ gut. Aber wir haben auch Systeme aufgebaut, wo in der Schule Psychologen, Sozialarbeiter, Lehrer, Pädagogen sind, in der Klinik auch. Wir haben unsere Klinikschulen, 90% ist Pädagogik in der stationären Kinderpsychiatrie. Der Rest ist ein bisschen Medikamente, aber viel Psychotherapie, viel Familientherapie. Also die Strukturen sind eigentlich da, die Kooperation der Strukturen ist nicht da, wie Herr Seyfried gut zusammengestellt hat. Und insbesondere ist die Komplexität so hoch geworden, dass viele Menschen, gerade aus den ärmeren, einfacheren Bevölkerungsschichten, Migranten, große Schwierigkeiten haben, sich da in den komplexen Strukturen zurechtzufinden und zu nutzen. Das ist was, was wir von der Vorsorge kennen. Mittelschichtsakademikerfamilien nutzen Vorsorgen, nutzen Angebote, die kommen auch in der Psychotherapie an. Und die anderen, die wenigen, die bei uns ankommen, da hat eben die Inklusion versagt, da haben die Belastungsfaktoren keinen Ausgleich gefunden. Also von mir eigentlich Optimismus und eigentlich einen großen Wunsch, verständliche, kooperative Hilfen herzustellen. Ja. Genau, sehr schön. Und damit leiten wir über direkt in die Schule und zu Frau Irina Rebbe. Hallo nochmal. Unsere Schulsozialarbeiterin, die uns jetzt mal ein bisschen einen Einblick gibt in ihre Perspektive auf die Problematik im Moment. Sie haben im Vorgespräch gesagt, ich komme mir mit meiner Arbeit manchmal vor wie in einer Arztpraxis, ein Gespräch, ein Termin nach dem anderen und es hört einfach nicht auf und es ist auch viel mehr geworden. Vielleicht können Sie uns einmal beschreiben, wie Sie mit Ihrem Team die Situation momentan wahrnehmen und auch wie sich diese vielleicht in den letzten Jahren noch einmal verändert hat. Ja, also ich finde, Herr Dr. Seyfried hat das gerade sehr schön am Ende zusammengefasst. Schule wird mit diesen Dingen alleine gelassen. Und so fühlt sich das tatsächlich manchmal an. Also man fühlt sich hin und wieder doch recht ohnmächtig vor dem Hintergrund oder vor
vor dem Berg, der sich so auftürmt an herausfordernden Momenten. Beratungsdichte hat sich extrem, ist extrem explodiert, bei mir jetzt ganz persönlich. Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen haben im Rahmen unserer Schulstruktur, wir sind eine Deutenschule, wir haben ein selbstverantwortliches Lernkonzept eingeführt, das aber auch zum Beispiel Mentoringstunden inkludiert. Also es gibt viele Gesprächsanlässe, die zwischen SchülerInnen und LehrerInnen stattfinden. Bedeutet, wir sind im Grunde alle so ein bisschen involviert auch in diese Dinge. Und das ist tatsächlich, also ich würde schätzen, also so, oder meine ganz persönliche Wahrnehmung dahingehend ist, dass es so ab Anfang des letzten Jahres wirklich explodiert ist. Also da war das tatsächlich wirklich phasenweise so, dass ich tagelang ein Gespräch nach dem anderen und dann auch angefangen habe, was ich vorher eigentlich nicht so, das war nicht so üblich für mich. Ne? Wir sind hier eine kleine Schule, wir sind ein Berufskolleg. Unsere Schülerschaft ist so zwischen 15 und 20. Wir haben etwas über 500 Schülerinnen und Schüler und ich mache mit einer vollen Stelle Schulsozialarbeit. Das heißt eigentlich vor dem Hintergrund unserer Thematik ein recht entspanntes Arbeitsumfeld, würde ich sagen, vor allem, wenn ich das vergleiche mit vielen anderen SchulsozialarbeiterInnen. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwann anfangen musste, auch Zeitfenster zu limitieren. Also ich musste auch wirklich hergehen und sagen, ich kann Gespräche nicht mehr länger als, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde führen, weil ich sonst nicht anfangen musste, Schülerinnen und Schülern in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen Termine zu geben. Und das ist tatsächlich etwas, das auch der Schülerschaft nicht entspricht. Ne? Also wenn junge Menschen den Druck empfinden, Hilfe zu brauchen, dann ist immer schon Alarmstufe Rot erreicht, weil vorher versuchen die sich ja selbst zu regulieren. Die versuchen ja sich selbst auch irgendwie zu helfen und sich in ihren Situationen zu begegnen und irgendwie sich auch wieder am Lauf zu halten und ins Laufen zu bringen. Wir haben das eben gehört, ne? Schule verlangt ja auch die Steuerung von Schülerinnen und Schülern. Das ist, da habe ich gedacht, ja, genau so ist das. Ne? Und dementsprechend den Auftrag nehmen die ja sehr ernst. Ne? Und wenn die dann also kommen und einen Bedarf formulieren, dann ist es ganz schlimm unbefriedigend, wenn man dann sagen muss, du, in 2 Wochen, wir beide. Also es ist schon, abgesehen davon, dass es natürlich auch ganz häufig einfach wirklich brennt. Ne? Also wo dann auch man auch in dieser Nähe, die wir ja hier auch haben, also wir kennen unsere Schülerschaft gut, wir führen Beziehungen zueinander. Das kann man gar nicht aushalten, wenn man da weiß, dann brennt bei jemandem so richtig die Hütte und man muss ihm sagen, so ich, ne, wie gesagt, so. Vielleicht nächste Woche. Ja, das heißt, Sie sind da natürlich selbst mit involviert, auch mit Ihren eigenen Emotionen und natürlich die Lehrkräfte auch. Und Sie haben uns auch erzählt, Sie haben extra auch, Sie hatten vorher eine Teilzeitstelle, Sie haben jetzt auch angesichts der Situation auch aufgestockt, weil Sie einfach unterstützen möchten, Ihre SchülerInnen unterstützen möchten. Haben Sie vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel aus der letzten Zeit von einer Schülerin, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist oder Sie ganz besonders bewegt hat? Da habe ich im Vorfeld drüber nachgedacht und tatsächlich hatte ich habe ich jetzt bis gestern, also gestern haben wir das letzte Mal geschrieben, eine Schülerin sehr intensiv begleitet, wo einfach auch viele der schon angesprochenen auch Stolpersteine in auch Netzwerkarbeit und so weiter zum Tragen gekommen sind. Und zwar war das ein junges Mädchen, die jetzt kurz davor war, fertig zu sein bei uns oder jetzt ihren Abschluss gemacht hat. Die ist 17. Das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Alter für Vernetzung mit Hilfeeinrichtungen, weil das der 18. Geburtstag ist da tatsächlich so ein Cut, ne, wo sich viele Zuständigkeiten schlagartig verändern, sowohl in Jugendhilfe als auch in Kinder- und Jugendtherapeutischen Zusammenhängen. Da gibt es immer auch so Übergangszeiten, aber das ist tatsächlich so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass da gerne das 18. Lebensjahr auf einmal verändert sich alles. Ne? Und dementsprechend ist dann immer echt Eile geboten. Das Mädchen kam zu mir, weil sie ihre Perspektive verloren hat. Die hatte sich beworben für einen Studienplatz, ein duales Studienplatz,
einen dualen Studienplatz, von dem sie sich erhofft hat, und das ist ein wichtiger Punkt in der Situation, von dem sie sich erhofft hat, dass sie sich verselbstständigen kann. Sie wollte also Geld verdienen, um von zu Hause wegzukommen und sich da selber drum kümmern, nachdem sie in ihrer Vergangenheit 12 Jahre fremdbetreut, in Anführungsstrichen, war durch ihre Oma. Hat also in einem Pflegeverhältnis gelebt und dann nach 12 Jahren es eine Rückführung gab in das elterliche, also zur Mutter, wo dann sexueller Missbrauch stattgefunden hat durch den Stiefbruder. Die Mutter selber borderline erkrankt und suchterkrankt. Und ich weiß nicht, ob man schon so ein Gefühl kriegt beim Erzählen, da ist das eins nach dem anderen, ja. Und dieses Mädchen ist tatsächlich in unserem Schulalltag nicht aufgefallen durch ein besonders problematisches Verhalten oder so. Mhm. Ne? Das heißt, die hat wirklich Strategien sich schon selber erarbeiten können, die sie so weit gebracht haben. Ne? Und dann brach jetzt die Perspektive Studienplatz weg, weil sie da eine Absage bekommen hatte. Und damit brach ihre gesamte Perspektive auf, sich jetzt aus diesem System selber rauszuholen, weg. Und es brach für sie einfach alles zusammen. Und das aufzufangen und dann eben auch mit dem, ja, das fühlt sich dann manchmal wirklich so ein bisschen an, als ob man mit der Kneifzange im Nacken gepackt wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob das, also ja. man gerät unter Druck. Ne? Die wird jetzt im August 18. Ne? Man macht sich auf den Weg mit ihr zusammen zu Behörden, zum Jugendamt. Ne? Man setzt sich in Verbindung mit ihrer Therapeutin, ne? Bittet um Dokumente, die unterstützen, dass auch Verselbstständigung noch möglich gemacht wird, obwohl der 18. Geburtstag ansteht. Versucht auch kreative Lösungen zu finden. Wir haben dann jetzt am Ende für sie einen FSJ-Platz im Nachbarort organisieren können. Das fand ich tatsächlich spektakulär gut, weil das, ja, sie wollte oder will soziale Arbeit studieren und im FSJ schon mal berufliche Erfahrungen zu sammeln, ist ja eh eigentlich richtig cool. Ne? Die sind ja alle viel zu jung aus meiner Sicht, um irgendwie schon mal ernsthaft auf, auf sowas wie Zukunftsplanung losgelassen zu werden. Und dann haben die in diesem FSJ die Möglichkeit die haben da eine FSJler-WG. Und damit ist quasi so ein bisschen jetzt die Kuh wieder vom Eis. Aber auch das nur in Anführungsstrichen Ergebnis von wirklich viel, viel, viel Netzwerkarbeit. Mhm. Und dann muss man ganz oft tatsächlich auch einfach Glück haben. Ne? Also wir sind hier auch, ich habe noch gar nicht gesagt, wir sind im Sauerland, ich komme aus Menden. Wir haben auch tatsächlich von allem zwar, also wir haben alles vertreten, aber auch wirklich nicht das Allermeiste. Und wir müssen uns schon echt immer auch ganz schön bemühen, um unsere Netzwerke und unsere Kooperationspartner in solchen Fällen dann. Ja, jetzt sprechen Sie von den Netzwerken und auch von der Bedeutung, dass man natürlich auf alles gucken muss. Man muss natürlich auch auf die Familie gucken und man muss die verschiedensten Möglichkeiten ausloten. Und da können wir jetzt überleiten zu Herrn Schwarz. Denn das Jugendamt, das ist ja eine ganz wichtige Anlaufstelle für Jugendliche und Kinder, die in Familie, in der Schule nicht mehr klarkommen und unter psychischen Belastungen leiden. Und Sie arbeiten ja ganz eng zusammen mit der Sozialarbeit in den Schulen, mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, mit den Familien. Und Sie sagen auch, wir haben im Jugendamt einen wirklich weiten Gestaltungsspielraum bei der Unterstützung. Also das ist, da steckt eine Menge an Potenzial drin. Und Sie haben uns was mitgebracht. Sie wollen uns das jetzt auch mal ein bisschen anhand von Folien erläutern. Auch was im Moment so die Herausforderungen sind, die Sie beschäftigen und Ihre Mitarbeiter. Und damit übergebe ich an Sie, Herr Schwarz. Vielen Dank. Ich will kurz etwas sagen zu den psychischen Belastungen von SchülerInnen und den Herausforderungen an inklusiven Strategien bei uns im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. So ein Bezirk in Berlin hatte in unserem Fall 360.000 Einwohner. Wir sind von der Lage und auch von der Konstitution her so, dass wir im Sozialindex sehr der Gesamtstadt Berlin entsprechen. Also wir haben nicht so viele Spezifika, aber dafür entsprechen wir insgesamt der Situation von Berlin. Ich werde mich aber natürlich auf die Aussagen meines Bezirkes beziehen. Ich will das auf der einen Seite sagen, dann kurz was die Analyse betrifft. Da beziehe ich mich auf Einschulungsdaten der letzten Jahre.
und habe da insbesondere die Punkte rausgewählt, von denen ich weiß, dass sie auch in der letzten Einschulungsuntersuchung, also in der von 22 für das neue Schuljahr, nochmal die Situation verschärfter darstellen. Insgesamt komme ich zu dem Fazit, wenn ich als Mensch, der zwischen Theorie und Praxis steht, dass eine stärkere psychische und auch psychosoziale Belastung und auch eine stärkere Vulnerabilität der Kinder und Jugendlichen nicht zu übersehen ist und auch sich in den tatsächlichen Arbeitsgeschehen bei uns widerspiegelt. Guckt man in die Einschulungsuntersuchungen hinein, dann sehen wir da, dass in der Bereich Übergewicht und Adipositas deutlich zugenommen hat, dass es mehr Kinder gibt, insbesondere die adipös sind. Das hat sich nochmal nach Corona oder mit Corona, auch mit dem Ende von Corona, deutlich verschlimmert, also ist nochmal stärker geworden. Die Zahlen aus 2022, 2023 darf ich Ihnen nicht zeigen, weil die noch nicht freigegeben worden sind, die offiziellen Einschulungsuntersuchungen. Aber wie gesagt, ich habe nur die Teile herausgewählt, wo es eine weitere Entwicklung in der gleichen Richtung gegeben hat. Der Anteil übergewichtiger Kinder aus Familien mit geringem und mittlerem sozialen Status ist ebenfalls gestiegen, sowohl bei den mittleren als auch bei den mit geringem sozialen Status, jeweils um 6%. Wir haben, wenn wir in die Früherkennungsuntersuchung, also in die U-Untersuchung reingucken, das ist für uns bei Kindern im Alter von 6 und 7 Jahren ein wichtiger Indikator, den festzustellen, dass auch die Zahl derjenigen, die tatsächlich als kleine Kinder und Früherkennung ist da ja mal ein wichtiges Instrument, um dann auch den Schwierigkeiten in der Schule oder auch beim Schulstart vorzubeugen, dass da deutlich die Anzahl der Früherkennungsuntersuchungen zurückgegangen sind. Wir lagen 2017 bei fast 93%, die sind jetzt auf 86% zurückgefallen. Der Anteil der Kinder, die trotz eines Kita-Besuchs Sprachdefizite aufweisen, ist ebenfalls deutlich angestiegen, insbesondere bei den Kindern, die weniger als 2 Jahre die Kita besucht haben. Und der Anteil der Kinder, die elektronische Medien 2 und mehr Stunden konsumieren, ist nach einer neuen Untersuchung tatsächlich auf über 30% gestiegen. So viel vielleicht zu dem, was man so in so einem Bezirk an Fakten zur Situation zusammenstellen und zusammentragen kann. Gucke ich rein, was wir im Jugendamt an Unterstützungsleistungen bieten, dann ist auch das ja ein Hinweis darauf, welche Bedarfe an Unterstützung letztendlich bestehen. Das sind für mich oder für uns, wir sind als Jugendamt auch das in Berlin auch die Stelle, in der die Eingliederungshilfe nach SGB 9 als Leistung angesiedelt ist. Deshalb habe ich die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe hier zusammengefasst. Und wenn Sie dann auf diese zeitlichen Verlauf schauen, dann sehen Sie, dass es da eine relative Konstanz zwischen 2020, 2021, 2022 gegeben hat. 2021 hatten wir ein paar Rückgänge, das war Corona-bedingt. Und wenn Sie auf das erste Halbjahr 2023 gucken und sich vergegenwärtigen, das ist jetzt auch noch sozusagen nicht mal ganz das erste Halbjahr, die Daten, die hier erfasst worden sind, dann zeichnet sich ab, das, was als Eindruck auch da ist, dass insbesondere Tagesgruppen, teilstationäre Hilfen deutlich an Nachfrage gewonnen haben, dass ambulante Psychotherapien, die wir ja auch aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz beziehungsweise nach den Vorschriften der Eingliederungshilfe 35a gewähren, dass da die Nachfrage deutlich zugenommen hat. Wir haben insbesondere bei den integrierten Lerntherapien, also da, wo es um Legasthenie oder Akalkulie geht, wir nennen das dann bei uns Teilleistungsstörungen, einen deutlichen Nachfrageboom, kann man das schon fast nennen. Das heißt, wir haben jetzt Wartezeiten, die zwischen 6 und 8 Monaten liegen und das in einer Stadt wie Berlin, wo wir jetzt nicht expliziten, zumindest in diesem Bereich, keinen expliziten Therapeutenmangel haben. Sonstige ambulante Leistungen nach 35a, das ist der gelbe Balken, auch hier sehen Sie einen Zuwuchs.
Da sind solche Sachen drin wie Schulgeld, Einzelfallhelfer und insbesondere auch ergänzende Betreuung in den Einrichtungen, also in Schule und in Jugendhilfe. In Berlin ist es ja so, dass mit dem Gesamtkonzept der inklusiven Schule eigentlich die Erwartung besteht, dass sowohl Kita als auch Schule in der Lage sind, jedes Kind zu betreuen, dem Bedarf jedem Kindes gerecht zu werden. Wir stellen aber vermehrt fest und haben auch eine große Zahl von Anträgen, die in die Richtung gehen, dass zusätzliche Bedarfe aus den Schulen bei uns gemeldet werden, angezeigt werden. Und das führt mich dazu, dass an dieser Stelle tatsächlich wie die Aussagen aus der Schule, ich beginne mal im unteren Bereich der Folie, dass die Herausforderungen, die derzeit an die Schule gestellt werden, mit den Mitteln, die die inklusive Schule bereitstellt, nicht mehr gerecht werden. Also die Zahl der Schulhelfer, die zur Begleitung zur Verfügung stehen, auch die individuellen Unterstützungsmaßnahmen, aber insbesondere auch die Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die mit dem Bedarf, den sie haben, aus ihren psychischen Belastungen heraus mit diesen Mitteln nicht klarkommen. Ich höre Aussagen wie, dass der Regelbetrieb nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn nicht die Zahl der bedürftigen Kinder beschränkt werden. Das hören wir insbesondere aus Kindertagesstätten. Das hat natürlich eine Kombination von Fachkräftemangel, aber auch von der Situation, dass es da deutlich mehr Kinder gibt, die einen besonderen Förderbedarf aufweisen und dieser von den Kindertagesstätten nicht mehr in dem Umfang gedeckt werden kann. Aber auch Förderschulen melden an, dass ihre schon sehr speziellen und auch deutlich größeren Ressourcen als andere Schulen nicht mehr ausreichen, um eine bedarfsgerechte Förderung zu sichern. Herr Seifried spielte ja so ein bisschen darauf an und ich beziehe mich auf das, was Frau Rappel gesagt hat. Auch wir stellen fest, dass wir im Kinderschutz, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr viel drüber reden, weil das ist immer so ein verfängliches Thema, eine deutlich höhere Anfragesituation haben. Wir haben nicht tatsächlich eine deutlich höhere Zahl von Kinderschutzfällen, also von tatsächlich festzustellenden Kindeswohlgefährdungen, haben aber in der Anfrage in allen Systemen, die der Kinderschutz bei uns bietet, sozusagen ein deutlich höheres Nachfragevolumen. Was mir meine Kolleginnen und Kollegen des regionalen Sozialdienstes sagen, das ist sowas wie in anderen Städten der allgemeine Sozialdienst, ist, dass die Hilfeersuchen aus der Schule deutlich häufiger gestellt werden, dass wir feststellen müssen, dass die Kinder, für die diese Bedarfe angezeigt werden, jünger werden und sich oftmals auch auf Geschwisterkinder, also auf ganze Familienkonstellationen beziehen. Und wir stellen fest, dass geeignete teilstationäre und ambulante Unterstützung, insbesondere für diese Bedarfskreise, Beispiel Kinder mit Autismus, da hat sich die Zahl in der Forschungsuntersuchung fast verdoppelt im Vergleich zu 2017, wenn wir die jetzigen Zahlen des dieses Jahres sehen, dass sich gerade für diese ganz speziellen Bedarfe tatsächlich kaum noch Angebote finden lassen. Daraus schlussfolgere ich, dass wir sehr umfassende Investitionen benötigen in die inklusive Schule, wenn wir sie halten wollen, wenn wir die Diskrepanz und auch die Diskussion über Inklusion und Exklusion fachlich weiterführen wollen, müssen wir natürlich die Grundlagen dafür auch bereitstellen. Da bin ich ganz auf der Seite all derer, die schon gesprochen haben. Wir brauchen mehr multi- und interdisziplinäre Arbeitsweisen in Schule und in allen anderen Unterstützungsdisziplinen mit der Schule. Das Bild hat Herr Seifried ja sehr schön aufgemacht. Und wir müssen unsere fachpolitischen Konzepte vor politischen Veränderungen wappnen. Also so ein bisschen müssen wir stärker, glaube ich, werden mit der Diskussion, mit der fachpolitischen Diskussion, damit die Frage darüber, ob eine Schule inklusiv gestaltet werden kann oder nicht, nicht letztendlich eine rein politische Entscheidung wird. Soweit vielleicht von mir. Gut, vielen Dank, Herr Schwarz, für diese wirklich sehr komplexe Übersicht dieses Themas. Und wir lernen daraus, wie dringend Bedarf ist auch, dass sich da was ändert. Ich habe im Chat schon gelesen, wir kommen ja nachher noch in den Chat, dass da auch schon die Forderung nach, wie kann man den politischen Druck erhöhen,
um da was zu verändern. Das ist auch schon aufgetaucht. Ich möchte aber jetzt noch mal mit der Lupe draufgehen und mich noch mal mit der Frau Rebbe unterhalten. Und zwar sind wir jetzt schon im zweiten Teil angelangt. Wir hatten jetzt so ein bisschen die Übersicht über die Ist-Situation. Jetzt wollen wir über Lösungsansätze sprechen. Wie machen Sie das konkret? Was kann konkret getan werden? Ich habe auch schon aus dem Chat eine Frage, die auch an Sie geht. Können wir vielleicht in diesem Zusammenhang schon mal aufgreifen? Wer übernimmt an Ihrer Schule die Rolle der Mentoren, die eigene Klassenlehrerin, Fachlehrer, die Sozialpädagogen? Und in diesem Zusammenhang würde ich Sie jetzt einfach mal fragen, wie sieht bei Ihnen Hilfestellung aus in einem multiprofessionellen Team? Wie organisieren Sie das? Wenn Sie uns das ganz kurz, weil so viel Zeit haben wir nicht. Kurz kann ich, übrigens kann ich auch langsam, ich vergesse es nur immer. Ich muss gerade schon drin, als der Hinweis kam. Entschuldigung. Ja, ganz kurz zu der Frage mit den Mentoren. Das machen tatsächlich bewusst nicht Fach- und Klassenlehrer. Bedeutet ein Mentor, also das sind die Lehrerinnen und Lehrer bei uns an der Schule, die bewusst nicht im unterrichtenden Kontext mit ihren jeweiligen Mentees sind, damit da ein möglichst wertfreier und offener Umgang mit bestimmten Themen wie zum Beispiel Lernprozessbegleitung möglich ist. Mhm. Da erhofften wir uns eine entspanntere Atmosphäre für die Schülerinnen und Schüler, die ja im Schulkontext häufig auch eben nicht so entspannt sind. Unsere Lösungsansätze, vielleicht, wenn ich das zusammenfassen würde, sind so zwei so Säulen, würde ich sagen. Auf der einen Seite versuchen wir, Beziehungsangebote zu gestalten, wo es auch nur immer geht. Gesprächsmomente zu schaffen. Unser Deutensystem gibt die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler in ihrem Unterrichtsalltag immer wieder Unterbrechungen haben, in denen sie selbst gesteuert, also auch selbst wirksam, sich ihre Schulsettings wählen können. Sie können Räume wählen, in denen sie arbeiten, die jeweils auch von KollegInnen betreut werden. Was bedeutet, ich kann mir auch einen Raum danach aussuchen, mag ich mich besonders gern in der Nähe dieser Kollegin oder dieses Kollegen aufhalten. Auch wieder der Versuch, Beziehungsangebote zu machen, Wohlfühlräume zu schaffen. Und wie gesagt, dieses sehr starre System, zweimal am Tag auch zu unterbrechen. Ansonsten sind wir in allen Bereichen immer wieder dabei. Das ist dann so die zweite Säule, dass wir versuchen, unsere Schülerschaft, und das ist sicherlich bei Jugendlichen vielleicht einfacher als bei kleineren Kindern, durch Angebote, die wir machen, die wir teilweise auch verbindlich machen, da freuen die sich immer riesig, aber wir halten das oft für wichtig, dass wir die zu Expertinnen und Experten für ihre eigenen Themen machen. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass ich mache regelmäßig mit allen Unterstufen ein Präventionsangebot. Prävention von sexualisierter Gewalt, wo es ausschließlich im Grunde um Informationen zu jugendspezifischen Themen rund um diesen Themenbereich geht. Es geht um Übungen, es geht um Wissen, das sie bekommen, weil wir erhoffen uns, da dann für die jungen Menschen wieder dieser Aspekt von Selbstwirksamkeit, weil ich steuernd selber eingreifen kann, ne? Zumindest wenn es gut läuft. Und ich glaube, das sind zwei Säulen, auf denen wir aufbauen. Beziehungsangebote schaffen, auch als Instrument gegen diese ganzen Beziehungsabbrüche, die sie ja erleben. Ne? Und ja, Fachwissen oder Fachexpertise schaffen. Mhm. Ja, ich denke, das kann man gut so sagen. Ja, jetzt würde ich mir da den Herrn Schwarz noch mal ganz kurz dazu holen. Wir haben jetzt ja das Jugendamt als die Stelle, wo die Fäden zusammenlaufen und wo natürlich auch SozialarbeiterInnen und PsychologInnen wie Frau Rebbe Unterstützung finden, zusammen mit den Familien. Da hätte ich jetzt die Frage, was sehen Sie als einen wirklichen Erfolgsfaktor für die Gelegenheitsbedingungen, dass diese Zusammenarbeit funktionieren kann?
Und aus dem Chat, ich weiß nicht, ob wir da eine schnelle Antwort finden, würde ich dazu noch die Frage nehmen, wie entsteht politischer Druck für einen besseren Schlüssel der Betreuung der SchülerInnen? Sie sind ja auch politisch involviert in Ihrer Funktion im Jugendamt. Vielleicht können Sie dazu auch noch kurz was sagen. Sie müssten sich noch kurz... Ja, genau. Ja. Ja, gerne. Also ich glaube, dass wenn man als Gelingensbedingung schaut, ist natürlich die eine Seite, die ja schon so ein bisschen in der Diskussion durchkommt, ist, dass die Ressourcen der Einzelnen so gestaltet sein müssen, dass Zusammenarbeit und interdisziplinäres Zusammenspiel möglich ist. Das ist eine Seite. Eine zweite Seite ist auch schon wieder eine Ressourcenfrage, dass man letztendlich fragen muss, es muss an bestimmten Stellen, da hat Herr Seifrich ja zum Beispiel mit dem Hinweis auf andere Länder gegeben, durchaus auch eine Ressourcenkonzentration unterschiedlicher Disziplinen in und um Schule geben. Das ist dann eher das multidisziplinäre Agieren vor Ort. Wie versuchen wir das hinzukriegen? Wir würden in den Einzelfällen sowohl in die Schule gehen, also in die Schulkonferenzen gehen, die Fallkonferenzen in den Schulen. Und wir haben ein Institut, das nennt sich bei uns auch Fachkonferenz. Und in der Fachkonferenz sozusagen sitzen sowohl Menschen, die in Kliniken arbeiten, die bei uns im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst arbeiten, die zuständigen SozialarbeiterInnen, da kommen Menschen aus der Schule dazu und versuchen gemeinsam in gerade komplexen Fallverläufen Hilfestellungen zu finden und zu definieren, die den Eindruck des Verfahrenen in einer solchen Situation versuchen aufzulösen. Dafür muss Zeit und Raum da sein und das muss jemand in die Hand nehmen. Es reicht also auch nicht nur, die Hecken einzureißen, um mal bei der Karikatur von vorhin zu bleiben und sozusagen alle das Laub auf einen Haufen zu schicken, sondern es muss sozusagen zu schütten, es muss auch jemand sein, der es in die Hand nimmt. In dem Fall der Fallkonferenzen übernehmen wir das. Im Fall, dass das Kind in der Klinik ist, übernimmt das häufig die Klinik. Wenn es in der Schule ordentlich knackt und es auch sich sozusagen mit dem normalen Schulverlauf nicht verträgt, dann ist es meistens die Schule. Trotzdem handelt noch jeder in seiner eigenen Kompetenz und auch in seinem eigenen Kompetenzrahmen. Da gibt es immer ganz häufig gegenseitige Erwartungen, die dann so auch nicht fördern. Da fehlen uns auch noch so ein bisschen die Instrumente zu sagen, okay, wenn der oder die SozialarbeiterIn schon in die Schulkonferenz geht, dann muss sie auch aus der Schulkonferenz rausgehen können und es muss sozusagen eine Vereinbarung geben und es kann dann nicht erst später laufen. Jetzt hat jeder seine eigene, also nicht erst nachdem man noch wieder mit den Eltern gesprochen hat, die entsprechende Antragstellung erfolgt. Da müssen wir unkomplizierter und deutlich bürokratiefreier werden, um diesem Anspruch auch wirklich gerecht zu werden. Was die politischen Forderungen betrifft, da hänge ich ja genau dazwischen, da bin ich ja auch eher derjenige, der formuliert. Da habe ich nicht hier auch nicht ganz so die ganzen super schlauen Tipps. Aber ich glaube, Schule hat ja eine sehr ziemlich große politische Bedeutsamkeit. Eingliederungshilfe hat eine relativ hohe politische Bedeutsamkeit, Jugendhilfe nicht so sehr, weil das sind immer so die Kinder aus den Schmuddelfamilien. Mhm. Wird dann immer nicht ganz so, hat nicht so die politische Bedeutung. Deshalb müssen sich diese drei Ebenen sozusagen und auch die Ebene der Erwachsenen, wenn es die Eltern sind oder auch der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Schwierigkeiten, die haben auch nicht so eine gute Lobby, müssen wir uns zusammenführen in dieser Diskussion und so ein bisschen, wir haben viele Jahre gepflegt, Sozialpädagogik gegen Bildungspädagogik, gegen Psychiatrie, dass wir unsere eigenen Professionen gestärkt haben. Das haben wir jetzt gut gemacht. Jeder glaubt uns jetzt, dass ein Sozialpädagoge ein Profi ist. Jeder weiß jetzt, dass auch ein Lehrer ein Erziehungsprofi ist. Wir könnten jetzt eigentlich den nächsten Schritt der tatsächlich interdisziplinären Zusammenarbeit machen. Ja, also Sie sprechen es an, die Kooperationen, die sind wirklich wichtig.
Und ich sage noch mal ganz kurz dazwischen, Sie können weiterhin Ihre Fragen in den Chat schreiben. Wir haben schon unheimlich viele, aber fleißig weiter tippen. Aber jetzt geht es zu Kooperationen und zu einem ganz besonderen Projekt, zu dem uns Herr Dr. Walter etwas erzählen will. Da geht es nämlich um 3 für 1, ein Projekt, das auch so ein bisschen diesen Dreiklang aus Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule und Familie und den Ämtern insgesamt aufgreifen will. Und da hören wir jetzt mal, was Herr Walter uns erzählen kann. Ja, im Sinne des weiterhin versuchen, positiv zu motivieren, bei gleichzeitigem Wissen, mehr Personal wird es nicht geben, weil wir immer, es ist einfach abzusehen, dass man nicht mehr wird, sondern man muss sich darauf einstellen. So gibt es doch eine ganze Reihe Projekte zur Transition zum Beispiel, Vereinbarung, die zwischen Bereichen in der Krankenpsychiatrie zumindest getroffen werden. Aber wir haben begonnen, hier in Hamburg ein Projekt zu machen. Es gibt einen sogenannten Innovationsfonds, mit dem die Krankenkassen fördern müssen, dass neue Versorgungsprojekte erprobt werden und beforscht werden und gegebenenfalls bei guter Wirksamkeit in das Regelleistungsvolumen übernommen werden. Wir selber haben ein Projekt dazu gestartet seit 2 Jahren, wo wir in den schulischen Beratungsstellen gemeinsam Patienten oder Menschen, die nicht im System angekommen sind, das ist wichtig, wer im System angekommen ist, der braucht die Hilfe nicht, sondern die nicht ankommen, gemeinsam in Fallbesprechungen versorgen, überlegen, dass nicht zu viele Leute mit zu vielen Zielen an einem Patienten arbeiten, sondern es gibt 3 Fallkonferenzen zu jedem der Patienten, in dem gemeinsame Behandlungsziele, sprich Arbeit im Milieu, auch im ambulanten Setting, nicht nur in der Klinik, passiert. Das heißt, welchen Anteil können die Psychotherapeuten oder Psychiater treffen, welche die Schule, welche Vorschläge macht die Jugendhilfe dazu. Jeweils dauern die Behandlungen ein halbes Jahr. Wir haben so die ersten Ergebnisse wir überprüfen es auch mit dem SDQ Strength and Difficulties Questionnaire, der auch in den Studien einfach zum KICS und zu COSIP und so weiter benutzt werden. Da haben wir gute -3 Punkte im Durchschnitt über ein halbes Jahr, also recht gute Ergebnisse, die wirklich primär darauf beruhen, dass die Schulbehörde den Menschen die Zeit gibt, zu den Besprechungen zu gehen, die Jugendhilfe das als zeitsparend erlebt und die Kinder- und Jugendpsychiatrie, und das wird auch für die Niedergelassenen in Zukunft gelten, als eine Möglichkeit haben, Kooperationsleistungen zu erbringen, auch abzurechnen, was ja bisher nicht der Fall war. Wir haben, das Projekt wird noch bis im Frühjahr laufen, dann die Auswertung. Wir sind dabei zu überlegen, wie sich das ausrollen lässt, auch bundesweit, was nicht leicht ist bei verschiedenen, insbesondere Schulsystemen. Aber also wir arbeiten vor Ort bei den Kindern in den schulischen Beratungszentren. Und das hat, glaube ich, zusätzlich den Zugang, der ja sowieso in den letzten Jahren zugenommen hat, wesentlich erleichtert. Und das wollte ich einfach zum Schluss nochmal sagen. Wirklich die Steigerung der Fälle ist eigentlich, manchmal dürfen wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben erreicht, dass Psychotherapie und dass die Annahme von Hilfen in Psychotherapie, in Beratungsumständen besser wird. Nochmal, die Arbeit liegt bei denen, die sozial benachteiligt sind primär, die einfach, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten über Covid, ein asoziales Virus, wo einfach relativ klar ist, dass bestimmte Menschen einfach deutlich mehr drunter leiden als andere. Und da hilft dieses Projekt, weil es vor Ort ist, in Situationen, wo auch die Viertel eher marginal sind,
für uns eine große Freude. Und das sind alle Mitarbeiter, Schule, Jugendamt und Kinder- und Jugendpsychiatrie, wirklich zufrieden und erfreut. Und wir hoffen, dass das auch in eine lokale Weiterarbeit, aber möglichst auch in eine bundesweite Arbeit in den nächsten Jahren übergehen kann. Ja, Herr Walter, das klingt positiv und macht zuversichtlich. Herr Seyfried, möchten Sie da direkt was zu sagen? Sie müssten sich noch noch lautstellen. Ja. Also Sie hören mich besser, wenn ich das Mikro eingeschaltet habe. Genau. Ich möchte Herrn Dr. Walter unterstützen in der These, dass wir mit der Situation leben müssen, die besteht. Es sind ja nicht nur die Kinder und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten, sondern es ist die Gesamtgesellschaft, auch die Eltern und Familien. Und da würde ich beginnen bei der Schule, dass Schule auch akzeptieren muss, dass ein gewisser Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen Lernschwierigkeiten hat, Konzentrationsschwierigkeiten hat, Sprachdefizite. Und ich möchte hervorheben auch die Funktion von Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten, die Kinder ergänzend zur Arbeit der Deutschlehrerin oder des Mathelehrers unterstützen können und auffangen können. Anders als das im Unterricht möglich ist. Aber für mich ganz entscheidend ist, dass Schule ein Ort ist, in dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, dass Beziehung gestärkt wird. Und wenn das geschieht, dann gibt es auch Halt. Und diesen Halt brauchen die Kinder und Jugendlichen, wenn sie das in ihren Familien nicht erleben. Halt und Orientierung, wertschätzende Beziehungen. Und nicht sofort der Ruf nach Jugendamt oder Schulpsychologie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern was kann die Schule selbst leisten, um Halt zu geben und Beziehungen zu stärken? Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben eine Gruppe von psychisch Erkrankten, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie über eine Weile stabilisiert werden. Wenn die zurückkommen wieder in den Kreislauf, in das System Schule und Familie, das sie krank gemacht hat, haben wir einen Drehtüreffekt. Deshalb brauchen wir enge Absprachen. Was passiert mit solch einem Mädchen, solch einem Jungen? Und da brauchen wir so etwas wie ein Reha-System, dass wir sagen, okay, in der Schule eine begrenzte Zeit von Stunden nimmst du teil am Tag. Du hast eine Schulbegleitung und so weiter und so fort. Begleitende, stützende Maßnahmen, wie auch Herr Schwarz angesprochen hat. Und die dritte Gruppe, das sind die wirklich Schwierigen, die kaum noch, Herr Dr. Walter sagte, die sind nicht mehr im System. Die sind in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und sind kaum noch zu reintegrieren in das Regelsystem. Und die brauchen Schulersatzprojekte, die sich stabilisieren und auffangen und ihnen trotzdem persönliche und berufliche Perspektiven bieten. Aber das Entscheidende, ich wiederhole es nochmal, entscheidend ist, dass Schule Beziehungsangebote macht, Halt gibt und auch Grenzen setzt, sodass sich diese Kinder und Jugendlichen ein Stück aufgehoben fühlen und wertgeschätzt fühlen. Ganz genau. Und mit Blick auf die Zeit muss ich sagen, wir gleiten jetzt mal ganz entspannt in die Chatrunde über. Und wir haben unglaublich viele Nachrichten. Ich fange einfach mal an. Herr Schwarz, ein Thema, was Ihnen sicher auch bekannt vorkommt, fragt hier eine Teilnehmerin, was tun, wenn Eltern es nicht wahrhaben möchten, dass ihre Kinder Hilfe brauchen? Kommt das in Ihrem Alltag vor? Das kommt durchaus vor, auch die Diskussion, die auch im Chat geführt wird, um die Zuordnung zum 35a, also warum muss mein Kind als behindert oder beeinträchtigt erklärt werden, bevor ich eine Unterstützung komme. Das führt zu ganz unterschiedlichen Reaktionen bei Eltern, grundsätzliche Ablehnung von Hilfe. Dann steht da plötzlich eine Hilfekonferenz im Haus, wenn mein Kind nicht richtig schreiben kann. Warum muss dann eine Erziehungshilfekonferenz gemacht werden? Das sind Fragen, die sofort im Raum stehen und die viel Widerstand bei Eltern produzieren. Ganz klassisch ist, wir haben ein relativ einfaches System, auch ein relativ bürokratiearmes System in Berlin, wie ein Kind einen besonderen Förderbedarf
im Bereich des Kita, der Kita bekommt. Und beim Wechsel vom Kita in die Schule legen ganz, ganz viele Eltern Riesenwert drauf, dass um Gottes Willen dieser besondere Förderbedarf nicht mit der Schule kommuniziert wird. Das ist immer so die Idee dahinter, man könnte in der Schule einmal noch völlig neu von vorne anfangen und bräuchte sozusagen die Besonderheiten des Kindes dann da erstmal, die würden sich dann da irgendwie auch mit auflösen. Also diese Erscheinung haben wir, was kann man tun? Also letztendlich ist das dann wieder ein Zusammenspiel von Professionen, inwieweit wir mit unseren Beratungskapazitäten, inwieweit die Schule, inwieweit, wenn es um den Übergang geht, dann auch noch die Kindertagesstätte genau auf diese Probleme, auf diese Ängste und Befürchtungen eingehen kann und auch klarstellen kann, sozusagen, dass, sage ich mal, die Datenschutzstandards im Jugendamt sehr hoch sind und man ganz im Allgemeinen hier ein Hilfeangebot kriegt, auf das ein selbstverständlicher Rechtsanspruch besteht, und das erstmal an sich noch keine Stigmatisierung bedeutet. Also das können wir nur argumentativ gemeinsam bewältigen. Genau. Und den Leuten natürlich zeigen. Also wir haben gerade so eine Idee, ich habe das auch im Chat geschrieben, zu sagen, dass wir den Weg von der individuellen Lernförderung und auch von der Lernförderung in kleinen Klassen in der Schule bei Leserechtschreibschwierigkeiten, auch bei Rechenschwierigkeiten, immer gleich Individualtherapie so ein bisschen verändern wollen und in den Schulen gerade dabei sind als Pilot bei uns im Bezirk in 7 Schulen lerntherapeutische Gruppen, die andauernd existieren, etablieren wollen, wo der Zugang ganz normal über die Schule geht, über die LRS-Lehrer und deren Diagnostik gewährleistet wird und eben nicht zwingend eine Diagnostik eines Kinder- und Jugendpsychotherapeutin dann noch überprüft durch die Erziehungsberatungsstelle und ähnliche Geschichten vorgelegt werden muss, sondern ein vereinfachter Zugang, ein stabiles System an der Schule geboten werden soll, in dem aber die gleichen Therapeutinnen, also auch die tatsächlich qualifizierten Therapeutin, die integrierte Lerntherapie können, der Schule zur Verfügung stehen. Um diese Wege so ein bisschen zu vereinfachen, auch diese Ängste den Eltern zu nehmen, zu sagen, da hast du eine Unterstützung erhalten. Wenn du noch mehr brauchst, dann erst zum Jugendamt. Ja, genau. Jetzt haben wir noch eine Frage an den Herrn Seyfried, glaube ich, und zwar zum Themenfeld Schule als Resilienzfaktor, das hatten Sie ja auch erwähnt in Ihrem Vortrag. Die Frage lautet, wie können in der Schule systematisch Stressoren reduziert werden, um die psychische Gesundheit der SchülerInnen zu fördern? Haben Sie da Hinweise? Also das Allerwichtigste sind die Beziehungen. Und ich beginne damit, einen Potenzialblick zu entwickeln. Schule ist geprägt durch eine Defizit- und Fehlerkultur. Und wir brauchen pädagogische Beziehungen, die auf die Stärken der Kinder und Jugendlichen schauen, auch auf die Stärken im Kollegium schauen. Dass wir also Rückmeldung geben, das kannst du gut, willst du das auch noch versuchen? Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, dass Lehrerinnen und Lehrer auch unterstützt werden in ihrer Beziehungsfähigkeit. Sie lernen im Studium Mathematik oder Deutsch oder sonst irgendwie ein Fach, aber sie werden nicht ausgebildet, Konflikte mit Pubertierenden zum Beispiel auszuhalten und auch in Beziehung zu gehen. Häufig macht das auch Angst, wenn Schülerinnen und Schüler provozieren, sie auftreten oder sonst irgendwie Unterricht stören. Dass wir hier Angebote machen wie Supervision und Coaching in der Schule, solche belastenden Faktoren zu verarbeiten und damit umzugehen. Wie setze ich Grenzen? Wie konfrontiere ich das? Wie kann ich erkennen, dass das gar nicht gegen mich persönlich gerichtet ist, die Provokation, sondern vielleicht gegen den Matheunterricht oder gegen Schule an sich? Also die Beziehungsfähigkeit in Schule stärken ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lehrkräfte, Klassenlehrerstrukturen aufzubauen, dass die Klassenführung ein ganz wichtiges Moment ist, dass auch Institutionen geschaffen werden. Zum Beispiel Frau Röber hat vorhin gesagt, selbstgesteuertes Lernen, ganz entscheidender Punkt. Wir entmündigen zum Teil Schülerinnen und Schüler durch ständige Kontrolle und brauchen mehr Verantwortung, schon in der Grundschule, durch
Wochenplanarbeit, durch Tagesplanarbeit, dass Kinder und Jugendliche lernen, ich bin verantwortlich für mein Lernen. Ich bin auch verantwortlich für mein Verhalten. Natürlich brauchen sie da Begleitung und Unterstützung. Das sind neue Konzepte, die inklusiv wirken können und auch ein wichtiger Faktor sind. Und als letztes vielleicht noch die Elternarbeit. Elternarbeit in Schule ist völlig vernachlässigt. Aber Inklusion und auch gute Pädagogik kann nur gelingen, wenn es eine Erziehungspartnerschaft gibt zwischen auf der einen Seite Lehrkräften und Schule und auf der anderen Seite den Eltern. Wenn beide an einem Strang ziehen und sagen, das ist richtig, das wollen wir für unser Kind und auch den Kindern und Jugendlichen gegenüber gemeinsam auftreten. Wenn das gelingt, dann gelingt auch Pädagogik. Aber wenn Schule und Eltern gegeneinander arbeiten, dann haben wir wenig Chancen. Genau. Herr Dr. Walter? Ich würde nur gerne einen Punkt noch ergänzen. Ich finde alles wunderbar. Ich finde die Zugehörigkeit zur Gruppe so wichtig, nochmal zu benennen. Also die Unterstützung zur Zugehörigkeit, weil das ist eigentlich, wenn wir unsere Patienten fragen, was hat dir geholfen, dann sagen die uns im Kinderkrankenhaus, in der Psychiatrie, gehörte ich wieder dazu zu den Patienten. Eigentlich haben mir am meisten die anderen geholfen. Und das Gefühl, nicht mehr dazu zu gehören, ist einer der wesentlichen Faktoren, auch aus Schule rauszufallen und bei uns zu landen. Und ich denke immer wieder, das ist, also wie unterstütze ich Zugehörigkeitsgefühle in der Schule, wäre noch ein wichtiger Punkt. Genau. Ich habe jetzt noch ergänzend eine Frage, die die Schulleitungen betrifft. Ich weiß nicht, ob vielleicht Herr Schwarz oder Herr Seyfried antworten möchten. Zitat in dieser Veranstaltung war, die Klassenlehrer und die Schulleitungen, die werden überfordert. Was raten Sie Schulleitungen, insbesondere dann, wenn sie an ihrer Schule mit diesen Herausforderungen tangiert, belastet sind und sogar die notwendige Unterstützung nicht erhalten? Wenn ich vielleicht antworten darf, also ich arbeite sehr viel mit Schulleitungen und ich stelle fest, dass sie massiv unter Druck sind. Da fehlen Lehrkräfte, da sind Baumaßnahmen, da ist alles Mögliche, da sind die Leistungsstandards zu niedrig und. Also Schulleitungen sind wirklich sehr unter Druck zurzeit und ich rate allen, für sich persönlich etwas zu tun und sich auch Supervision und Coaching zu holen, damit sie sich selbst stabilisieren. Sie müssen gesund und stark und stabil bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mit dem Kollegium zusammen zu schauen, was ist machbar an unserem Standort, in unserer Schule und was auch nicht. Und zu schauen, was können wir hier, wo sind unsere Erfolge, wo sind unsere Stärken, was können wir anbieten? Sich auch nicht zu überfordern, das ist das Entscheidende. Erfolge versammeln für ganz unterschiedliche Zielgruppen, das ist im sozialen Brennpunkt, sind das völlig andere Fragestellungen als in dem bürgerlichen Bezirk, in dem es um besondere Leistungen geht. Aber nochmal zurück. Ich glaube, für Schulleitungen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie sich Supervision und Coaching holen im kollegialen Kontext, aber auch persönlich, um sich zu stabilisieren und auch um dieses Spannungsfeld auszuhalten. Im Chat ist jetzt auch der Themenkomplex der Umgang mit psychischen Belastungen von Flüchtlingen aufgekommen, die mentale Gesundheit fördern, auch für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Wie können holistische Konzepte von mentaler Gesundheit in der Schule ebenfalls den heutigen Faktor geflüchtete, traumatisierte Kinder berücksichtigen? Haben Sie Erfahrungen mit Projekten, die in diese Richtung gehen, mit Erfahrungen? Oder auch Frau Rebbe, gibt es an Ihrer Schule auch Erfahrungen mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen? Ich habe hier gerade schon gesehen, Herr Walter will dazu was sagen. Herr Dr. Walter. Sie müssen sich noch... Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Auch so ein Punkt, wo es manchmal um politische Wirksamkeit geht. Wir haben 2015, als so viele unbegleitete Minderjährige hauptsächlich auch für uns kamen,
sind wir plötzlich wirksam geworden. Ich bin sehr dankbar 5 Jugendlichen, die einfach Wohnmobile aufgebrochen haben. Und da hat die Politik aus Angst raus, das war alles in der Presse, plötzlich dann einfach Räume geschaffen, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe vor Ort in den Einrichtungen zusammenarbeiten. Wir haben Jugendlichengruppen auch mit den Schulen zusammen durchgeführt und in den Einrichtungen durchgeführt. Und wir haben bis heute die Stellen und betreuen die Einrichtungen weiter. Das sind jetzt wieder etwas mehr geworden, aber zu Hauptzeiten waren es wirklich viele, viele Hunderte. Aber da war es auch für uns spannend, mit vielen Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen gemeinsame Gruppen zu machen, gerade um das Thema Kultur und Eingliederung mit denen zu üben, neben dem ganzen Thema, was immer im Vordergrund gestellt wird. Trauma ist für viele ein Thema, aber für viele eben auch ein Thema, wie gehöre ich dazu? Das wäre wieder das Thema von vorhin. Und das andere Thema, wie bleibe ich in Kontakt mit der Welt, mit den Herkunftsländern und wie komme ich in Kontakt mit den anderen? Und das passiert leider jetzt im Moment bei den Ukrainischen und die schaffen es relativ schnell, ins Schulsystem reinzukommen. Alle anderen sind bei uns in Hamburg im Moment oft lange Zeit abgehängt, was auch zu Eifersucht und Kämpfen untereinander führt. Mhm. Aber ich glaube, da das wirklich, das war ein Punkt, wo Gemeinsamkeit sehr gut funktionierte, weil der Umgang auch mit Traumatisierung und der Umgang mit Leben, mit erfundenen Lebensgeschichten, glaube ich, gerade für die Jugendhilfe ein zentraler Punkt war. Die Schulen waren damals noch nicht so sehr beteiligt. Inzwischen würden wir das immer zu dritt machen. Mhm. Punkt. Herr Schwarz, Sie wollten noch was dazu sagen? Ja, ich würde es einfach ergänzen. Also auf der einen Seite an die Schulleiter, sucht euch Bündnisse. Ich glaube, das natürlichste Bündnis ist das mit den Eltern, hat aber Herr Seifert schon noch was dazu gesagt, aber auch mit allen anderen, die um die Schule herum sind, also sowohl mit dem Jugendamt als auch mit freien Trägern der Jugendhilfe, die Einrichtungen betreiben. Da findet man geborene Verbündete und das wäre in solchen Fällen, wo man sich dann so plötzlich alleine fühlt und all seinen Belastungen ausgesetzt ist und trotzdem vorankommen will, glaube ich, ein Teil des richtigen Weges. Wir versuchen in Berlin, bei uns in Tempelhof Schöneberg, traumapädagogische Gruppen in den Schulen zu etablieren. Ganz bewusst traumapädagogische Gruppen, weil das Thema Trauma ist immer so ein bisschen, wird immer so unmittelbar angeknüpft an den Status des Geflüchtetseins. Wenn man in die entsprechenden Untersuchungen reinguckt, dann sieht man sehr deutlich, dass nur ein gewisser Teil der Kinder, die traumatische Erlebnisse gehabt haben, auch tatsächlich dann ein Trauma entwickeln. Also da scheint es auch durchaus Gruppen und Faktoren für Resilienz zu geben, sodass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Dazu kommt, dass das zum großen Teil Kulturen sind, die Therapie schlicht nicht kennen, sozusagen dieser Umgang von Bewältigung ihnen häufig nicht bekannt ist, sondern müssen Schritt für Schritt rangeführt werden. Und dann muss auch sehr viel mit den Eltern, die mitgereist, wenn es um mitgereiste Eltern geht, gearbeitet werden, um ein Therapieverständnis und Therapiebereitschaft herzustellen. Das versuchen wir so ein bisschen, indem wir in den Schulen, und zwar in Grundschulen, traumapädagogische Gruppen angesiedelt haben, die so wie eine Lernkleingruppe, aber mit traumapädagogischen Mitteln arbeiten, um besser hingucken zu können und eher auch Resilienz zu stärken für Kinder, die traumatische Erlebnisse auf der Flucht hatten, aber auch eben erkennen zu können, wann eine weitergehende therapeutische Intervention notwendig ist. Vielen Dank, Herr Schwarz. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben es 17.21 Uhr und wir bereiten uns jetzt vor auf die Landung. Und zwar eine ganz kurze Abschlussrunde, wirklich kurz beantworten an unsere ExpertInnen. Bei den vielschichtigen Problemlagen ist es nicht leicht zu priorisieren. Wenn Sie der Politik nur eine klare Forderung mitgeben könnten, wie würde diese lauten? Das ist auch eine Frage, die bei uns im Chat noch aufgetaucht ist. Wünsche, Anträge, Forderungen.
Frau Rebbe vielleicht. Wollen Sie vielleicht den Anfang machen? Ja, na klar. Also mein Fazit wäre, wir haben heute festgestellt, wie sich Schulsozialarbeit anfühlt. Nämlich man wird irgendwann, man kriegt so ein Erschöpfungsgefühl von all dem, was an Problemen sich auftürmt. Ich würde tatsächlich, wenn man mir einen Politiker vorsetzte und sagte, was wolltest du denn sagen? Dann würde ich sagen, ich würde mal cool finden, wir könnten uns unsere Bildungsinhalte angucken. Also da sind ja ehrlicherweise, das glaubt man ja nicht, da sind ja noch Sachen drin, die aus den 50er Jahren sind. Und in den 50er Jahren, ich möchte nur kurz einen Vergleich herstellen, ich kenne die nämlich gar nicht, da gab es noch nicht mal Farbfernsehen. Und dass da eine Schieflage ist, ich finde, das ist, an dem Vergleich wird das sehr deutlich. Es kommt immer mehr drauf, zurecht. Es kommen wichtige, wichtige Inhalte dazu, Erkenntnisse dazu, die sensationelle Möglichkeiten machen. Aber es wird nichts rausgenommen aus dem System. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Fehler. Und das ist vor allem auch, glaube ich, etwas, das kurzfristig auch geändert werden könnte. Fachkräftemangel, da können wir erstmal nichts dran machen, ne? So, aber die Bildungsinhalte anzuschauen, Schulstrukturen anzugucken und wirklich zu entschlacken und herzugehen und zu sagen, da nehmen wir jetzt mal ein bisschen Dampf aus dem Kessel. Dann haben wir nämlich auch Zeit, Beziehungen zu bauen und unsere Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler, die wir ja wirklich auch, die uns am Herz liegen, ja, da abzuholen, wo sie stehen und Zeit zu investieren. Mhm. Herr Seyfried. Ja, wenn wir dran denken, nach Corona gab es eine große Diskussion, wie können wir Kinder und Jugendliche fördern? Und dann wurde sehr großzügig, wurden 2 Milliarden Euro investiert ins Schulsystem. Das Sondervermögen Rüstung war das 50-fache. Ohne überhaupt eine große Diskussion. Von heute auf morgen wurde das entschieden. Das heißt, die Gewichtung und die Wichtigkeit ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde den Politikern sagen, wir brauchen ein Sondervermögen Bildung. Egal, ob das Schulstandorte sind, die gebaut werden müssen oder die Ausbildung oder was auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch Lehrerinnen und Lehrer stützen und stärken müssen, dass wir alle Personen, die in Schule arbeiten, die Erzieherinnen und Erzieher, die Lerntherapeuten, wer auch immer, stützen und stärken müssen, damit sie diese wichtige und wertvolle pädagogische Arbeit auch leisten können. Aber entscheidend ist wirklich die Gewichtung und vielleicht ein letztes Wort. Wir haben einen Bildungsföderalismus. In jedem Bundesland wird unterschiedlich gearbeitet. Wir bräuchten dringend eine Entschlackung der Verwaltung. Wir brauchen nicht 16 verschiedene Kommissionen, die sich um Englisch- und Mathebücher kümmern, sondern wir brauchen einheitliche Strukturen im Bildungssystem. Das würde vieles vereinfachen und auch viel Geld sparen. Mhm. Vielen Dank. Herr Dr. Walter, Sie sind ja Sie propagieren ja immer die positive Sichtweise. Wir brauchen von Ihnen jetzt mal einen noch positiven Abschluss, ein Abschlussfazit. Ich gehe nächste Woche in Rente. Das, was ich mitnehmen werde und was mir hilfreich war, über viele, viele Jahre, war Menschen zu kennen und Menschen zu kennen aus den anderen Bereichen und immer wieder den Versuch, deren Handlungslogiken zu verstehen. Ich selber wünsche mir wirklich unverändert, dass die Sozialgesetzbücher miteinander kooperieren lernen, gleichzeitig wir unsere Unterschiedlichkeit akzeptieren und die Verschiedenheit wertschätzen untereinander. Das ist keine Forderung an Politik, sondern es ist ein Wunsch, den ich an uns habe. Und ich glaube, ein entspanntes, nicht ausbrennendes Arbeiten heißt immer, dass ich Menschen kennen muss, mit denen ich einen Fall bereden kann und dann mit denen ich auch manchmal gemeinsam hilflos sein kann. Das heißt, wir sind, glaube ich, raus aus der Zeit, wo wir uns gegenwärtig Fälle zuschieben, sondern wir sind tatsächlich in einer Zeit, wo wir alle die Kooperation suchen und wo nicht mehr der Sozialarbeiter oder der Psychiater der Einschließer ist, sondern wir sind alle Menschen, die Zugehörigkeit als ein zentrales Lebensprinzip fühlen und propagieren wollen. Das reicht mir. Mhm. Keine Forderung. Ja, sehr schön, Herr Schwarz. Das können Sie sicher unterschreiben. So. Ja, das kann ich unterschreiben. Ich
Für mich ist es einfach, sorgt dafür, dass die Schule ihrem Kerngeschäft ja nachkommen kann. Das Kerngeschäft ist irgendwie Leben lernen und die Kids zu befähigen, stabil ins Leben gehen zu können. Dazu muss nicht unbedingt mehr Ressource rein, aber sie muss anders eingesetzt werden. Da gibt es genügend Kreativität in der Schule, also lasst die Schulen machen, sorgt dafür, dass sie vorne auf sind, dass wir sozusagen genau dieses Kooperationsangebot, das Dr. Walter gerade formuliert hat, auch wirklich leben können, dann ist schon viel geschafft. Und damit sind wir am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Sehr schade eigentlich, wir hätten jetzt einfach noch weiterreden können. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an die Panelistinnen, die uns einen Einblick in die aktuelle Situation gegeben haben zu den psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland und aus ihrem Alltag berichtet haben. Ich möchte mich auch nochmal im Namen der Veranstalter, der Deutschen UNESCO-Kommission und der Robert-Bosch-Stiftung für Ihr Interesse und Ihre Beiträge bedanken. Im Zuge der strategischen Partnerschaft der Deutschen UNESCO-Kommission und der Robert-Bosch-Stiftung werden weitere Veranstaltungen zum Thema inklusive Bildung stattfinden und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann auch wiedersehen. Gerne können Sie uns in den Chat auch noch Anregungen, Ideen für die kommenden Veranstaltungen zum Thema inklusive Bildung mitgeben. Welches Thema würde Sie da wirklich drängend interessieren? Schreiben Sie jetzt noch ganz schnell in den Chat, damit wir da Ihre Anregungen auch noch bekommen. Weiterer Dank gebührt jetzt noch der Technik, unseren SchriftdolmetscherInnen und dem Team des Deutschen Schulportals. Und Sie, liebe Teilnehmenden, Sie finden in Ihrem Profil alle Materialien sowie die Aufzeichnung des heutigen Panels. Ebenfalls können Sie sich dort auch eine Teilnahmebescheinigung herunterladen. Und damit wünsche ich Ihnen noch eine wunderschöne Woche und danke Ihnen sehr für die Teilnehmer und nochmal herzlichen Dank an unsere Expertinnen. Tschüss, machen Sie es gut.